Das System des E-Tech-Hybridfahrzeugs nutzt einen Elektromotor, um die Leistung des Verbrennungsmotors zu verbessern. Das Fahrzeug kann auch im rein elektrischen Betrieb ohne Unterstützung des Verbrennungsmotors fahren. Das Aufladen der Traktionsbatterie erfolgt hauptsächlich während der Verzögerungsphasen des Fahrzeugs. Das E-Tech-Hybrid-System wählt den Verbrennungsmotor und/oder den Elektromotor je nach ihrem Fahrstil, den Verkehrsbedingungen und dem gewählten Fahrmodus aus. Sie können diese Energieflüsse direkt an der Instrumententafel anzeigen lassen. Wenn der Energiefluss von der Batterie zu den Rädern geht, deutet dies auf einen 100%igen Elektroantrieb hin. Im Gegensatz dazu erfolgt hier der Antrieb nur mit dem Verbrennungsmotor. Wenn der Energiefluss von der elektrischen Einheit und dem Verbrennungsmotor zu den Rädern geht, dann handelt es sich um einen Hybridantrieb. Hier visualisieren Sie eine Phase der Energierückgewinnung. Wenn Sie den Fuß vom Gaspedal nehmen oder bremsen, wandelt das regenerative Bremssystem die Energie, die beim Abbremsen des Fahrzeugs entsteht, in elektrische Energie um. Diese Energie wird zum Abbremsen des Fahrzeugs und zum Aufladen der Traktionsbatterie verwendet. Schließlich zeigt diese Konfiguration eine Phase der Energieerzeugung. Es ist der Verbrennungsmotor, der die Traktionsbatterie auflädt. Beachten Sie, dass es möglich ist, den 100%igen Elektroantrieb zu erzwingen, indem man die Taste EV drückt. Diese Anzeige erscheint an der Instrumententafel, um Ihnen die Aktivierung der Funktion zu bestätigen. Wenn also die Antriebsbatterie ausreichend geladen ist und Ihre Geschwindigkeit unter 50 km pro Stunde liegt, nutzt das E-Tech-Hybrid-System nur das elektrische Aggregat für die Fortbewegung des Fahrzeugs. Beachten Sie, dass das Fahrzeug automatisch in den Hybridmodus wechselt und der Verbrennungsmotor anspringt, wenn der Ladezustand der Antriebsbatterie niedrig ist oder ihre Geschwindigkeit 50 km pro Stunde überschreitet. Die EV-Leuchte an der Instrumententafel erlischt dann. Um den rein elektrischen Modus manuell zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf die EV-Taste.